Als ich vor 12 Jahren das erste Mal die Innsbrucker Naturfilmtage veranstaltet habe, habe ich mir natürlich nie erwarten können, dass aus der kleinen Veranstaltung so ein Festival werden kann. Und es freut mich unglaublich, dass das jetzt gelungen ist, dass wir jetzt einen Wettbewerb haben machen können, wo sich so viele Leute von der ganzen Welt dafür interessieren. Und wenn ich mir überlege, wie diese Filme, diese Vielfalt von den Filmen, die eingereicht wurden, wohl am besten zu beschreiben wäre, dann würde ich sagen, ich wäre eigentlich gerne ein Adler, der über die Berge und in die Wüste und von der Wüste in die Savanne und von der Savanne in den australischen Busch fliegt und dort sich immer einzelne Geschichten herauspickt. Und so ähnlich ist auch das für die Besucher von dem Festival, weil das Programm ist dermaßen vielfältig und abwechslungsreich, auch im Format, auch von Animationsfilm über Spielfilme zu Dokumentarfilmen, die man sich ja eigentlich bei so einem Festival erwartet. Und diese Bandbreite spiegelt sich natürlich auch in den Themen und in den Orten, wo das gedreht wurde. Und das finde ich fantastisch, dass wir in Innsbruck diesen Filmemachern so eine Bühne geben können.